Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. So, der Händler hat gerade aufgemacht. Ich habe in der Nacht noch mal ein paar Autos durchsucht und ein bisschen Müll durchsucht, der da noch rumlag. Und ich habe unseren Skillpunkt verteilt. Und zwar in hier, fortgeschrittener Ingenieur. Wir kriegen jetzt 20% Erfahrung durch fallende Kills. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Lederbrustpanzer. Komm, Unterhebelrepetierer nehmen wir mal mit. Darfst du uns dann nämlich auch gleich abkaufen. So, so, so. Die 5, das, das und das. Das will sie nicht haben. Okay. Quest brauchen wir. Aufgaben? Nee, Stromzufuhr haben wir ja gerade gemacht, ne? Beseitige Zombies 291 Meter. Komm, dann machen wir das. Akzeptieren. Und das jetzt zerlegen, weil sie es nicht haben will. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Jo, ich hoffe mal, wir können uns bis Tag 25 hier beschäftigen. Dann werden wir einmal ins Angebot schauen, was sie eh da hat. Ob wir irgendwas Brauchbares bei ihr kaufen können. Und wenn nicht, dann schauen wir natürlich den Händler bei uns in der Siedlung nach. Gegebenenfalls fahren wir dann nochmal rüber zu anderen Gen, das weiß ich aber noch nicht genau. Auf jeden Fall werden wir dann nochmal bei uns bei der Horde gucken, bei der Horde Falle gucken. Ob ich da nochmal irgendwo was nachbessern muss. Ich habe es nämlich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Aber ich glaube, das war soweit fertig, ne? Ich glaube, das war alles fertig, bis auf, dass ich die Gitter ziemlich scheiße gezogen habe. Wo habe ich mich denn jetzt hier hin manövriert? Gibt's doch wohl nicht. Komm hier nirgendwo durch? Jetzt hier auf dem Schulhof gefangen. Ist das eine Schule? Nehme ich mal an. So, dann fahre den Rundweg hier nochmal herab. Muss man irgendwie in die Stadt kommen. So, wo geht's hier lang? Komme ich auch nicht durch. Ach ja. So, geht's hier denn irgendwie zwischendurch? Ja, ne? Aber doch, hier geht's lang. Dann kommen wir hier außen rum. So. Jo, und dann müssen wir hier in die City. Mal gucken. Haben wir denn hier für ein schönes Gebäude? Ach ja, Hupe. Amma Pizza. Okay. Dann schauen wir doch mal los. Schauen wir doch mal nach, was uns hier erwartet. Ich hätte vielleicht einmal mich ausloggen sollen, wieder einloggen sollen. Weil es schon wieder anfängt zu ruckeln, wie blöde. Aber ich denke, noch ist vertretbar, oder? Also, ich weiß nicht genau, aber gefühlt sind die Zombies echt ein bisschen schneller als vorher. Ich vermute jetzt einfach mal, das liegt an dem neuen Schwierigkeitsgrad, den wir eingestellt haben. Sicher bin ich mir natürlich nur nicht. Na, geht doch. 9 mm im Klo. So wie es sich gehört. Jo, noch ein bisschen Tee. Ja, Mamas Pizza ist jetzt nicht unbedingt das Gebäude, was ich machen wollte. Ein Cracken Book wird mir besser gefallen, aber egal. Wir müssen ja die Dreier-Quest bei der Gen irgendwie vollkriegen. So, das verkohlte Fleisch kannst du meinetwegen essen. Eine Treppe nach oben. So. Hat sich gerade ein bisschen aufgehängt, aber war kein Problem. So, noch mehr Gammelfleisch. Ach, beziehungsweise verkohltes Fleisch. Das ist das Gammelfleisch gewesen. Warum durchsuche ich eigentlich noch immer die Küchen? Was hoffe ich hier zu finden? Rezept für Bier, genau, das hoffe ich zu finden. Halber. Na? Wenn man nicht trifft, ne, dann dauert das ewig. So, Dosen nehmen wir mit. Hier ist nichts. Klo. Nochmal 9 mm, so wie es sich gehört. Oh, hier ist das halbe Haus weggefetzt. Hier war doch irgendwo ein Safe da. Dann gehen wir nochmal kurz zurück. Gucken, was die andere Treppe da, wo es hochging, sagt. Da ist ja ein Zombie von oben durchgebrochen. Vielleicht ist da oben ja irgendwas Interessantes. Gebt die Hoffnung ja nicht auf.
Können wir zerlegen. Prima schon Mod. Oh, ein Bob. Ein Gelbäugiger war der Gelbäugiger. Ich glaube ja. So. Gehen wir hier nochmal kurz hoch. Schauen, was es hier so gibt. Na? Nichts. Verschlossene Tür gibt es hier. Und Knochen, yay. Naja, immer ein bisschen Eisen. Gut, dann gehen wir hier wieder runter. Aber runter hat es deutlich besser geklappt als hoch. So. Zement rum. Den nehmen wir natürlich mit. Zement können wir nicht liegen lassen. Ein No-Go. So, Baseballschläger. Warum gucke ich die Vogelnester eigentlich immer noch durch? Oh, geht's hier zur Baustelle? Okay. Die Baustelle nicht ein bisschen groß? Die Baustelle nicht eher so ein Vierergebäude? Also hochkommen wir auf jeden Fall nicht. Wir müssen runter. Zombie? Oh! Bob, erschreck mich doch nicht so! Ach, der kam hier aus der Ecke rausgeschlawenzelt, ne? Meine Fresse! Hat der mich jetzt erschreckt? Ja, der Bob wieder, der kann es doch hier nicht sein lassen. Der musste mich wieder erschrecken. Ging nicht anders. So, ich gehe mal davon aus, dass wir hier bei der Baustelle Rohstoffe finden, ne? Und? Oh, diesmal keinen 9mm im Klo. Hatte ich nicht noch andere Stühle gefunden? Guck mal, die Topfpflanze können wir doch mal hier lassen. Oh, Strahlenschutz-Zombie. Der hat den Computer bewacht. Rohstuhl. Blei und Nägel. Da ist nix. Na gut, dann gehen wir mal hier in eine Baustelle rein, wa? Kaffeemaschine. Cool. Klamotten lassen wir liegen. Hallo. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Der Einarmige. So, irgendwo ist noch einer. Ah, der ist von oben gekommen. Bob ist das. Ein Bob ist das. Du bist ganz schön weit weg von der Bobzentrale, weißt du das? Aber gut, eure Baustelle müsst ihr euch auch rumtreiben, ne? War ja eigentlich zu erwarten, dass ihr euch auf der Baustelle rumtreibt. Also ich höre noch irgendwo Zombies rumschlawenzeln. Ich weiß aber nicht genau wo, ob die außerhalb sind oder über uns. Und der ist außerhalb. Kann ich da durchschießen? Ja, kann ich. Ein Hund. So, noch ein Skillpunkt. Dann müssen wir hier Intelligenz weiter skillen. Ne? Klug, du wirst ganz schön klug. Du verursachst 250% Schaden mit Kopfschützen und hast mit Schockstäben und Robotikgeschütztürmen eine Chance von 30% dein Ziel zu zerstückeln. Oh, dafür brauchen wir 2 Punkte. Oh, jetzt wird es aber teuer mit dem Skillen, oder? Wäre fast zu überlegen, ob wir vielleicht erst was anderes skillen. Rügel Peter müssen wir auch noch weiter skillen. Ach so, da war der Zombie drin, ne? Der uns von außen angegriffen hat. Würde ich mal stark von ausgehen. Bob, hi. Na? Ja. So, da kommen wir wahrscheinlich noch irgendwie anders hin. Da werden wir uns jetzt mal nicht hochbauen. Was ist hier in der Kiste drin? Vielleicht finden wir hier den Erdbohrer. Auf der Baustelle ist das doch gar nicht so abwegig, oder? Vielleicht finden wir auch ein Rezept für Reparaturkits selbst herstellen. Das wäre auch gut. So, Müll, den Knochen brauchen wir nicht. Noch mehr Zement. Den müssen wir natürlich mitnehmen. Brauchen wir ja immer mal das Zeug. Genauso wie Cobblestone und normale Steine. So,
bessere Spitzhacke wäre echt nicht schlecht, ne? Ich sag's ja, Erdbohrer. So, sind hier Zombies drin? Ne, anscheinend nicht. Doch. Meine Fresse. Die haben sie aber gut gemacht, ne? Dass sie nicht einfach rauskommen, wenn man draufhaut, sondern erst, wenn man ein Stück weiterläuft. So, hier geht's hoch. Haben wir hier Blei. Die Werkbank könnten wir eigentlich auseinandernehmen, oder? War das ein Kopf, den ich da gehört habe, oder war es was anderes? Wo kommst du denn her? Am Kopf war es auf jeden Fall nicht. Hat er gelbe Augen? Das wäre ja fies. Ah, wir haben recht viele Erfahrungspunkte gekriegt, also würde ich mal davon ausgehen, dass er gelbe Augen hatte. So, das nehmen wir jetzt auch mal auseinander, wegen geschmiedeten Eisen. Brauchen wir leider jede Menge. So, dann geht's die Treppe rauf, ne? Jo. Das ist ein Gitter, wird wohl nichts passieren. Hier soll es außen weitergehen, ja? Das Gebäude ist cool gemacht, gefällt mir. Haufen Rohstoffe. Muss man natürlich auch mitnehmen. Oh, ein Bob. Wollen wir mal Schleichschaden machen? Toll. Schleichschadensbonus gekriegt und einen Kopfschuss und trotzdem nicht mit einem Schuss hin. Ich habe jetzt ziemlich viel Munition für einen Bob verballert, ne? Aber manchmal ruckelt das echt hart, oder? Aber die FPS sind noch nach wie vor ziemlich stabil. Ach ja, da muss ich mich wohl mal vor der nächsten Horde-Nacht auf jeden Fall mal ausloggen und wieder einloggen. Ich habe heute noch ein paar Stunden Zeit. Also kann ich noch ein paar Folgen am Stück aufnehmen heute. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder lange, lange Zeit nichts aufnehmen, leider. Jo, da ist ein Leiter. Hüpf. Gehen wir mal wieder auf den Knüppel. Ah, Schlossschläger. Da liegt ein Bob rum. Oh, nicht mehr ein Bob, sondern ein anderer. Ein Kumpel von Bob. So. Oh, Zement und Ölschiefer. Ja, mit dem Erdbohrer werden wir mal, wie gesagt, einen Tag mal einen Ausflug machen. Oder auch zwei, drei Tage mal einen Ausflug machen und Ressourcen sammeln. Und da würde ich den Tag dann auf 120 Minuten stellen, anstatt 60. Jetzt spielen wir ja standardmäßig auf 60 Minuten. Das würde ich dann hochstellen. Warum habe ich jetzt die Pumpgun in der Hand? Wollte ich gar nicht. Würde ich auf 120 Minuten hochstellen den Tag, dass ich möglichst viel bei Tageslicht machen kann. Und würde dann ja wahrscheinlich viel Schnippelarbeit reinlegen in die entsprechende Folge dann, weil ja nicht unbedingt immer. Oh, kann man Nitratpulver nicht mehr mitnehmen? Ess das mal, zerleg das mal. Auch noch essen. Nitratpulver hätte ich schon gern mitgenommen. Nägel können wir mitnehmen. Ja, würde ich ziemlich viel Schnibbelarbeit in die entsprechende Folge dann stecken. So, hier soll es jetzt außen weitergehen, nehme ich mal an, ne? Oder? Ne, da war noch eine Treppe. Wo sind wir hier? Oh, hier scheint es nichts zu geben. Ne, da sind wir ja schon außen rum gegangen. So, wo war ich stehen geblieben? Schnibbelarbeit, Folge, Erdbohrer, Ressourcen sammeln, wisst ihr Bescheid. So. Waren wir da schon? Keine Ahnung. So. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier an der Leiter, die abgebrochen war. Geier. Ich höre einen Geier. Jetzt muss ich mich mal kurz orientieren. Wo stellen wir uns am besten hin, um uns zu verteidigen? Ich höre den Geier nicht mehr. Da war er, glaube ich. So.
So, das war doch jetzt mal relativ munitionssparend hier, die Aktion. Puh. So, ich hätte aber ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das echt ein Dreiergebäude ist. Ich hätte gesagt, bei der Größe müsste das ein Vierergebäude sein. So, aber hat doch was. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Hauptgut ist hier ja auch gleich um die Ecke. Gut, wir schaffen jetzt natürlich nicht noch ein zweites Gebäude in dieser Folge, leider. Aber gut, muss ja auch nicht sein, ne? Müssen ja nicht immer zwei Quests machen in einer Folge. Lieber hier noch ein bisschen gemütlich Ressourcen aufsammeln. Gucken, was im Hauptloot drin ist. Gucken, was oben auf dem Kran ist. Würde mich mal interessieren, ob wir da noch irgendwas Tolles finden. So. Bleibt nur noch der Hauptloot und der Kran, ne? Das können wir zerlegen. Ach du Kacke, ich habe zu viel Kram dabei. Wir haben noch eine Mod. Können wir die hier noch irgendwo reintun? Ne, da ist voll. Sieht hier aus? Auch voll. Hier. Auch voll. Helm. Auch voll. Ärgerlich. Gut, dann müssen wir leider ein bisschen was zerlegen. Radwerkzeug bringt 50. Warum können wir das nicht stacken? Sportbytes kriegt auf jeden Fall die Händlerin. Komm, einen brauchen wir nicht aufheben. Bringt uns das 48. Pistolen bringen uns nur 36. Können wir die auch zerlegen. Können wir mal eben trinken. Können wir das leere Glas wegschmeißen. Jo. Würde ich mich so erstmal in den Hauptloot dran wagen. Ah, was habe ich da jetzt schon wieder aufgenommen? Irgendein Kram, den ich gerade erst abgelegt habe, richtig? So. Wollen wir mal die Kisten gerade aufmachen? Schöne Aussicht von hier oben, oder? Was ist das denn da hinten? Sieht ja interessant aus. So, was haben wir hier? Kannst du trinken, kannst du essen? Oder auch nicht? So, kannst du essen. Mal hier. Kannst du trinken. Kannst du mitnehmen. Ist nämlich leider gerade satt. Nehme so alles mit. So, mal gucken, wie viel Dietriche für die Kiste brauchen. Mit E. Wollte gerade mit R gedrückt halten, aber das war ja für die Rahmenform. Jo. Schön, zwei Dietriche, das ist okay. Haben wir hier? Gefecht in der Stadt. Räume erobern. Urbane Gebäude eroberst du Raum für Raum. Du nimmst 5% weniger Schaden und teilst 10% mehr Schaden aus, wenn du drinnen bist. Cool. Patronengurten-Mod. Lade um 15% schneller nach. Der Effekt ist nicht stapelbar, aber er kann in jede Brustpanzerung oder Beinschiene eingebaut werden. Cool. Haben wir hier? Ein Jagdmesser. Blockschaden 5,9. 6,8 Blockschaden. Echt jetzt? Knochenmesser ist besser als ein Jagdmesser. So, komm, wegen 2 Nitrat müssen wir jetzt auch keinen Aufstand machen. Das bringt uns nur 35, du kannst das zerlegen. Nächstes Set können wir jetzt auch hier lassen, oder? Ja, komm, lassen wir hier. So, dann lass uns mal gerade schauen, was da oben auf dem Kran noch ist. Sofern wir da denn raufkommen. Ach nee, die Leiter ist hier abgerissen. Gut, dann wird da auch nichts Vernünftiges mehr sein, nehme ich mal an, ne? Oder? Bauen wir uns da hoch? Komm, mich würd's halt einfach interessieren, was da drauf ist. Wenn da nichts ist, dann ist da halt nichts. Dann können wir uns ja gleich wieder runterbauen. Na. Hier ist auf jeden Fall ein Rucksack. Mit nichts Brauchbarem drin. Da scheint nirgendwo noch was zu sein. Müssen wir hier, ne? Schade, scheint nichts zu sein. Aber Versuch war es wert, oder? Versuch war es wert, würde ich sagen. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir nochmal eben zur Händlerin. Schauen uns die Belohnung noch gemeinsam an. Verkaufen wieder, was wir verkaufen können. Laden in die Truhe aus, was wir mit nach Hause nehmen wollen. Und dann werden wir auch schon... Das müssen wir uns merken. Wenn wir mal wieder an so einer Baustelle vorbeikommen, können wir uns da einfach hochframen. Würde ich vorschlagen. Und uns den Hauptloot einfach so holen, oder?
Sollten wir uns mal merken. Machen wir dann irgendwann mal, wenn ich daran denke. Wahrscheinlich habe ich es nächste Folge schon wieder vergessen. Aber egal, so, wir schauen jetzt erstmal die Belohnung von der Händlerin an. Lass uns mal gerade in die Dinger reingucken. Beim letzten Mal waren da coole Rezepte drin. Stahlspeere, fertige Stahlspeere. Siehst du wohl? Puffermäntel. Ach schade, das habe ich gerade gelernt. Das würde ich gerne verkaufen. Guck mal, ein Maismehl brauchen wir nicht. So, da holen wir uns noch eine schöne Quest. Die gucken wir uns dann aber erst in der nächsten Folge an. Für heute schauen wir uns auf jeden Fall die Belohnung an. Wir kriegen hoffentlich. Und ja, da müssen wir noch ein paar Stunden Ingame-Zeit überbrücken, bis wir den Händler-Reset haben. Ne? Aber vielleicht schaffen wir es dann bis Stufe 4 Gebäude hier. Oder Stufe 4 Quest. Das wäre ganz cool, wenn wir das noch schaffen würden, bevor wir wieder rüber müssen. So, das kommt alles mit nach Hause. Das ist eigentlich nicht. Ich natürlich auch gleich. Habe ich jetzt gerade irgendwas rübergepackt, was ich nicht mitnehmen will? Nee. So, das kommt hier hin, das kommt hier hin, das kann weg. Das kommt rüber, das kommt rüber. Kommt weg. Hälfte der Munition kann rüber. Den Munitionsgurt würde ich gleich mal gucken, ob ich den noch irgendwo reinpacken kann. Ne, da waren wir überall voll, ne? Ach so, ein Mist, wir waren überall voll. Warte mal, die Patronen. Können wir ins Moped packen. Da habe ich, glaube ich, schon Patronenstapel angefangen. So, und die Mod packen wir auch rein. So, dann schauen wir uns mal die Belohnung an. Zumachen, falls wieder eine andere Horde kommt. Jo! Guten Tag! Jagdgewehr bringt 430 Stahlhelm. Nehmen wir mal einen Stahlhelm. Kann sein, dass er besser ist als unser. Jo! Boah, scheint ganz gut zu sein. Verändern. Müssen wir die beiden Mods rausnehmen. Und dann müssen wir hier drauf und Stahlhelm verändern. Dann können wir die beiden Mods hier reinpacken. So. Und Inventar. So. Und Aufgaben. Seitige Zombies abholen. Seitige Zombies kommen, lass uns hier das mal machen. So. Den Weg fahren wir zusammen, ne? Würde ich sagen. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.